Herzlich willkommen zurück, liebe Hexerfreunde. Ja, also, die alte Frau rempelt mich hier die ganze Zeit an. Keine Ahnung warum. Vielleicht sollte ich mal mit ihr reden. Also, ja, also diesmal haben wir uns vorgenommen, einige Hauptquests zu erledigen. Ja, genau. Und wir sehen können. Eieiei, die rennen mir hier alle in die Quere, ich weiß nicht warum. Ja, ne, also die Hauptquest sind wir noch nicht so ganz gewachsen. Und hier ist ja auch einiges los, ne, so ist es ja nicht. Okay, reden wir gleich mal mit dem alten Herrn. Nö, okay. Ja, und zwar der Weideler, ne, der hat uns ja auch eine Quest gegeben. Wenn wir direkt mal anschließen. Das Ahnenfest, genau, das war das doch, ne? Genau, trifft den Weidler um Mitternacht im Steinkreis auf der Reuseninsel, genau. Da waren wir nämlich schon auf der Reuseninsel. Genau, da haben wir doch die Annabelle getroffen, ne? Beziehungsweise ihren Geist, die sich dann als Pester herausgestellt hatte, ne? Ja, Mitternacht, okay. Da heilen wir uns ja so schlecht, ne? Oh, das sieht nicht gut aus. Da kommen bestimmt wieder irgendwelche Erscheinungen, also könnte ich bald wetten. Ne? Also deutet jedenfalls darauf hin. Aber was soll's. Irgendwie müssen wir ja vorankommen in dem Spiel. Weiter so, Plätze. Damit wir zumindest Stufe 16 erreichen. Ja, hat Papa recht. Okay. Na dann, weiter geht's. So, vielleicht können wir uns ja hier auch ein bisschen beamen. Oder ich mache nur unterwegs ein paar Kämpfe. Ja, okay. Gucken wir mal, wo es ist. Wo es nochmal war. Ach so, ist ja gleich hier um die Ecke eigentlich, ne? Nee, ach ich... Es geht schneller. Genau, selber schuld. So, schnell reisen. Ganz schnell reisen. Und auf zur Reuseninsel. Ja, bis war. Quatsch. Wenn du so neugierig. Oder schnell reisen. So, nochmal. So, das geht nämlich sehr viel flotter. Da sparen wir uns eine Menge Wegstrecke und obendrein noch die Benutzung des Bootes. Ne? Das würde sich dann noch weiter in die Länge ziehen. Umso praktischer ist da diese Schnellreisefunktion. Ich glaube, hier hatten wir eigentlich alles soweit erforscht. Ne? Oh, hier gab es ja jede Menge Ghule und so. Ah, noch ist Tag. Oh, ist er vergiftet, der Kleine. Naja. Stufe 9, ja. Die passen sich auch so ein bisschen an, ne? Vom Level her. Okay. Heilst du dich etwa? Nein. Guck mal, jetzt nicht mehr. Wir müssen sowieso meditieren, weil wir haben keinen Schwalbetrunk mehr, sehe ich gerade. Okay, aber diese Hüpftaktik ist sonst ganz praktisch. Weil wir die so ganz gut von hinten erwischen, die Ghule. Na, manchmal funktioniert das immer noch nicht so mit dem Trefferfeedback. Ja, super. Na, wenn mal alle Kämpfe so laufen würden, ne? Nein, kann ich nicht erwarten. Also schon gar nicht in diesem Schwierigkeitsgrad. Ne? Ja, ich thematisiere das relativ häufig, merke ich schon. Oh, ist ja nun mal auch so, ne? Soll keine Entschuldigung sein, aber vielleicht eine Erklärung.
wenn ich denn doch manchmal scheitere, ne? Also, wie bei Hannah, ne? Ah, genau. Da soll ich ja mal drauf achten, ne? Auf diese ausgehöhlten Baumstümpfe. Baumstämme. Und ja, noch Baumstämme. Nu. Oh, mehrere Boote. Aha. Okay, haben sich schon mehrere Dorfbewohner eingefunden, um dem Ritual beizuwohnen. Ah, blub, 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 da tauchen sie auf. Ist ja immer mehr. Oh, also die tauchen ja wirklich spät auf, ne? Ey, ey, da müssen sie wirklich nochmal nachbessern hier. Das Feuer sieht cool aus. Zwar noch nicht Mitternacht, aber vielleicht rede ich schon mal mit ihm. Ach so, nein, ich wollte ja meditieren so ein bisschen, ne? Ah, naja, der Schild wird dann wieder deaktiviert, ist klar. Hä? Ach so, ja. Auf der Insel sieht's ja immer aus, als wär's am Abend hier, ne? Riecht die sich? Ich komm bald wieder. Naja. Quatsch. Was mach ich denn hier? Ja, müssen wir doch bis um Mitternacht. Meditieren, ja. So. Na, also, jetzt fängt er schon an zu quatschen. Was hast du den ganzen Tag? Okay. Gerade rechtzeitig. Na klar. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Oh, oh. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Toll. Fangen wir an. Bringt ja nichts. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Ja, ja. Kennen wir doch schon. Was bedeutet dies Leben? Aber ihr wisst es wohl. Magische Fälle, ne? Die werden wir benötigen. Eine flüchtige Qual, in der Tod uns holt. Was kommt dann, Rosig, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid, hiermit beendet sei. Oh. Lasst das Ahnenfest beginnen. Okay, da kommen sie schon. Die ach nee, sind nur die Atome. Wasserweiber. Seht dieses Zeichen. Sanft und schwach. Euch rufen wir. Euch rufen wir. Euch rufen wir. Euch rufen wir. Boah, nee. Ich sollte mich erst den Wasserweib widmen. Ne? Ein Geräusch. Wer hätt's gedacht? Oh, oh. Ein Geist ist richtig schwer. Nicht da. Boah, immer so viel auf einmal, ne? Euch rufen wir! Euch rufen wir! Kommt Seelen! Euch richten wir! Alles ist schön, nirgends mehr funkeln, Gestalten. Hallo! Hey! Ah, er beschützt mich! Oh, oh je. Yeah. Ja, dennoch, in den Tümpel gehüpft. Nein, das lief suboptimal. Ja, Leute, mehrere Gegner, ne? Ihr seht's, nach wie vor eine Herausforderung da. Und diesmal spiele ich übrigens wieder live, ne? Also, sprich, meine Stimme ist auch live. Sofern sie denn nicht wieder sich verabschiedet durch irgendwelche technischen Unzulänglichkeiten, die ja dann und wann mal auftreten können. Na? Aber ich denke mal diesmal nicht. Naja, und selbst wenn, dann wird halt nachkommentiert. Ne? Was bedeutet dies? Ist ja auch mal okay. Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, in der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen.
Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid hiermit beendet sei. Lasst das Ahnenfest beginnen. Und kaum hat er es ausgesprochen, ist auch schon da. Ihr wandert in dunkler Nacht. Gefangen in der Welt seid ihr. Seht dieses Zeichen. Sanft und schwach. Also Kombi mit dem Wasservibe sind die lästig. Oh, hallo? Hallo, ich hatte doch mein Schild. Naja. Cool. Das war kurz. Werfe ich doch mal ein paar Bomben in die Masse. Ei. Erstmal wieder klarkommen hier mit dem Spiel. Eigentlich ist es ja nicht schwer. Man muss sie halt hintereinander weg niederfighten und dann wird es eigentlich schon gehen. Normalerweise. Normalerweise, ne? Euch rufen wir! Euch rufen weg da! Wir. Hallo, ich bin doch gesprungen! Ey, gibt's doch nicht, oder? Ich springe in einer Tour und, jo. Nirgends erfüllen, ach, welche Gestalten lauern im Dunkel. Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Oh nein, oh. Zwei Hiebe von dem Vieh. Nein, das sah erst so gut aus. Oh nein, 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 nein. Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Verbrennt den Weihrauch. Oh, geil. Ja, dennoch Wasserwald macht's dazu. Ja, wunderbar. Kann da auftauchen, wo sie will. Oh, er hat gespeichert. Ich glaub's nicht. Geschafft. Meine Fresse. Oh, hart. Hat er es gedacht. Ein Geist durchbricht die Stille der Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer! Geist, komm heran zu uns ans Feuer! Sprich. Geist, sprich! Irgendwie immer dasselbe. Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Jetzt kommt die Pest da. Oh, Geralt sieht aus. Ah, oh, das ist der Geist. Och nee. Soll ich ihn fortjagen? Nee, wer bist du? Wer bist du? Er weiß es. Soll ich ihn fortjagen? Nein. Fürcht. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Oh, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Aha. Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Hilf uns! Ui. Lass sie in Ruhe. Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. No. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch! Und vertreibt die anderen! Gute Leute! Verlasst diesen Ort nicht! Ihr dürft den Kreis nicht brechen! Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Immer diese Hexenjäger. Vorhin haben wir noch gemeinsam mit ihnen gekämpft. Weißt du eigentlich, mit wem? Alles ist still. Oh, die sind hier kein Schwertfutter. Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns. Du sagst es. Blut hat den heiligen Bogen befleckt. Oh. Der Regen wischt es ja wieder ab. Wir können es nicht abbrechen. Oh oh. Was denkst du? Hat das Blut vor diesen Schaden angerichtet? Der Kreis ist beschmutzt. Alle, die nach menschlichem Blut dürsten, werden Na, kommen. Großartig. Wenn es Gottes Wille ist, sind es nur wenige.
und der Weidler kann das Ritual beenden. Ja, mach weiter. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Eben. Macht euch bereit. Der macht das schon mal regelmäßig. Euch rufen wir, euch rufen wir. Kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schreit zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen. Oh nein, ich hab's befehlt. Der heilige Boden ist blutbefleckt. Wir können das Ritual nicht beenden. Leute, rettet euch. Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist. Also hier sieht's nach dreien aus. Na, mal gucken. Feuer bringt uns hier nichts. Oh nein. Ganz so stark diesmal. Okay, prima. Na, das war easy. Na, zu easy. Okay. Alles ist verloren. Warum? Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Offenbar. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Mhm. Die Erscheinung nannte dich Vatermörder. Oh. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Oh. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Jo. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Hm. Ambros liegt im Sumpf. Gut, ich suche seine Leiche und sehe, was ich tue. Auch das noch. Im Buckelsumpf oder was? Immerhin 160. Mutagene, sehr gut, die sind uns immer lieb. Es klart auf. Und noch ein Mutagen, sehr gut. Ja, okay. Müsste ja noch ein Hexenjäger liegen. Eine Krone. Was soll ich denn damit? In Dänemark Kaugummis kaufen, oder was? egal. Das an. Finde mit Hilfe der Hexersinne die Leiche des Vaters des Weilers im Sumpfverkehr. Wo ist er denn, der Gute? Das sieht mir echt nach einem Hexerauftrag aus, oder? Ach, da. Ah, ja. Gut. Da werden wir uns hinbeamen. Ja, jetzt ist es relativ friedlich wieder und still. Nicht mal Ghule sind unterwegs, oder? Doch, da sind sie. Au. Genau, rumzirkeln und dann
Oh, war die aushalten, ne? Heilige Bimbam. Okay. Aber die kann man so ganz gut bekämpfen. Komm. Heilt sich das Vieh wieder. Und von hinten. Ja. Oh, vergiftet? Das tut mir mal leid. Ich habe das Gefühl, dass die Ertrunkenen relativ resistent sind gegen Gift. Ja. Also ich habe noch nicht einmal einen vergiftet, zumindest nicht vorhin. Okay, ja, nimm noch meinen Pilz hier. Brauchen wir. Ach, da ist einer. Da muss jetzt näher dran sein. Sehr gut. Okay. Ja. Reisen wir mal dorthin, um den Vater zu wecken oder so. Monster-Nester können mit den vollen Bomben zwischen, das wissen wir schon, ne? Rotetsche und Samum. Oh, das speichert auch direkt, ne? Oder war das eine Zwischenspeicherung, die er immer dann und wann macht? Egal, so. Oh nein, wa? Oi, so viele. Und ja nur Stufe 6. Hm, ja. Oh, noch mehr. Kriegt hier Probleme. Ah, gibt's doch nicht. Hat zum Glück gerade kurz zuvor gespeichert. Das war jetzt sehr praktisch in dem Fall. Sonst wäre man wahrscheinlich noch inmitten des Ahnenfestes respawned und nee. Das hat einmal gereicht, glaube ich. So, na, mal sehen. Zum Abschluss der Quest werden wir ja bestimmt noch ein paar mehr Erfahrungspunkte bekommen, hoffe ich mal. Mein 160 ist schon nicht schlecht. Aber mehr können es gerne immer sein, ne? Logischerweise. So. Ach so, ich wollte ja ein bisschen meditieren. Na, das reicht ja, um alles wieder aufzufüllen. Nee, ihr seid mir lästig. Oder? Oh, alleine seid ihr doch nichts wert, ne? Oh, nee. Okay, okay. Alleine nicht, aber zu viert. Ja, weil die immer so kumulativ erscheinen, ne? Also immer alle an einer Stelle. Oder innerhalb... Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe gerade Sprachschwierigkeiten. Ja, das macht die Erkältung mal wieder. Keine Ahnung, wo ich mir das immer herhole. Das ist schon chronisch bei mir, glaube ich. Jetzt lasse ich die Ertrunkenen einfach links liegen. Das bringt ja nichts, ne? Es nervt einfach nur. Nee, mach, dass du da wegkommst.
Oh, wie viele hier sind, ne? Ah, alleine. Komm mal revanchieren bei denen, ey. Die nerven mich einfach zu sehr. Da, immer im Pulk, ne? Alter, achso. Ah, da. Den einen attackiere ich und unterdessen werde ich schon von dem anderen seitlich angegriffen. Ne? Na, Flanke. Gibt's ja nicht. Oh. Ey, nervt so. Ne, den möchte ich noch kalt stellen, ja. Oh. In dem Fall ist es echt eine Genugtuung, ja. Zu viel von euch, ja. Hm. Hm. Oh, Moment. Das Herz. Oh, yeah. Okay. Ja. Mal die Blüten noch mit. Weiter. Und kurz meditieren. Wenigstens eine Stunde oder so. Okay. Aha. Da soll man also suchen. Oh nee. Da sind noch genug Ertrunkene, um die wir uns kümmern können. Oh, was ist denn da? Ausrufezeichen? Hey da, Meister. Bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Nebelinge, ja. Oh, Leichenfresser und auch. Da machen wir noch kurz eine Nebenquest. Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nicht mehr nach Hause kommen. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Da hast du recht. Selbst der will versorgt sein, ne? Unterhalten sein. Genau, fahren, weißt du. Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? Oh, ist geil. Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch... Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. Juhu. Na, immerhin. Na schön. Dann mach ich den Zeit, Job dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht. Über den Süden ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Ja, das Ding aus dem Sumpf. Da gab es doch mal so einen trashigen B-Movie dazu. Ne? Ein trashiges B-Movie. Das Ding aus dem Sumpf. Hieß genauso. Das ist scheinbar eine Anspielung. Auf diesen Film. Der kam auch immer relativ spät, also. Nicht gerade zur Primetime, wie man sich denken kann. Oh nee, oder? Die sind mir auch zu viel, ja. Moder heute. Oh, weg, weg, weg. Was jetzt, du Stück Dreck? Den hier anvisieren, bitte. Der andere ist irgendwie untergetaucht. Aber nur kurzfristig. Okay, weg. Oh, das hat gesessen. Puh, das ist das Praktische, ne? Dass die sich hier im Grunde genommen gegenseitig umbringen. Hä? Nun nimm mal was mit hier. Von Moderhäuten haben wir noch nicht allzu viel gesammelt bisher, glaube ich.
Oh, oh, oh. Also da, wo die Moderhäute sind. Aha. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Boah. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Gut. Machen wir das. Achso, das... Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Das wäre nett. Mhm. Reicht das schon, ja? War das alles? Kann ich aber eher nicht glauben, ne? Wo soll ich denn jetzt hin? Ach, sprich mit dem Weiler.